Hallo, mein Name ist Arthur Lindemann. Ich bin einer der neuen Auszubildenden bei Seenluft24. Ich lerne in den nächsten 3 Jahren den Beruf des Mediengestalters Bild und Ton. Und was ich den ganzen Tag hier so treibe, das zeige ich euch jetzt. Der Tag startet in der Regel mit einem kurzen Briefing in der Redaktion. Hier wird der Tag durchgeplant, die Nachrichten vorbereitet und die Aufträge an die Mediengestalter übergeben. Damit ist klar, was am Tag passiert und vielleicht sogar heute noch tagesaktuell in die Sendung muss. Bevor es zu den Drehterminen geht, muss natürlich das notwendige Equipment zusammengepackt werden. Je nach Drehort und Anzahl der Gesprächspartner müssen verschiedene Mikrofone, Bildschirme, Kameras und Zubehör zusammengestellt werden. Dann geht es raus zu den Drehterminen. Nach dem Aufbau, der in bestimmten Situationen sehr schnell gehen muss, gibt es einiges zu beachten. Stimmt der Mikrofonpegel, ist das Bild nicht zu hell oder zu dunkel und steht der Gesprächspartner im richtigen Winkel? Während der Aufnahme muss man auch auf sich verändernde Lichtverhältnisse und Umgebungsgeräusche reagieren. Nach den Interviews werden dann noch Schnittbilder aufgenommen, die die Inhalte der Interviews bildlich darstellen. Zurück im Studio ist dann der Redakteur an der Reihe. Er sieht sich das Material, was der Kameramann aufgenommen hat, und schreibt dazu noch einen Off-Text. Vor dem Schnitt wird dieser Ton im Studio durch den Sprecher aufgenommen und nachbearbeitet. Danach beginnt der klassische Beitragsschnitt. Beim Schnitt werden die Texte, die Interviewparts und die Schnittbilder zusammengefügt. Das Ganze wird am Ende als fertiger Clip exportiert und für die Sendung sowie YouTube und Facebook vorbereitet. Neben der Beitragsproduktion arbeite ich auch in der Sendungsproduktion mit. Mit dem Moderator werden die Inhalte abgestimmt und für den Prompter vorbereitet. Dann wird aufgenommen und der Greenscreen, also der grüne Hintergrund, ausgekeyt, sodass man den Studiohintergrund einfügen kann. Wenn alles fertig ist, wird aus den einzelnen Beiträgen die fertige Sendung zusammengestellt. Dazu kommen noch verschiedene Sendetrailer und natürlich die Werbung. Die fertige Sendung wird dann noch auf die Server im Sendezentrum geladen und im System minutengenau geplant. Wenn ich alles richtig gemacht habe, beginnt die Sendung pünktlich und Sie sehen diesen Beitrag jetzt. Das war also mein Tag bei Seenluft24. Ich muss jetzt schon wieder zum Dreh und wo das ist, das seht ihr bestimmt bei uns im Programm.